Ja, hallihallo und willkommen zurück zum Projekt LS17 Oberlausitz. Wir haben letztes Mal aufgehört, Feld 12 mit Sojabohnen zu sehen. Das werden wir jetzt noch schnell beenden. Bevor es zurück auf den Hof geht. Sondern. Weil es warm ist. Ach so. Weil ich liebe eiskalt Na duschen. ja. Oh Mann, voll Scheiße. Damit hätten wir Feld 12 fertig. Feuerzeugdingen. So, und weiter geht es. Die müsste da liegen. Ach nee, die offene, das Feuerzeug müsste da irgendwo liegen und das habe ich weg. Die Packung war hier weggeschmissen. So, und jetzt fahre ich mich hier fest, ne? War ja wieder klar, dass hier mein Let's Plays nie was rund läuft. Aber jetzt sage ich doch. Schlafzimmer. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich. Gucken, ob ich diese beschisse schöne Seemaschine irgendwo reingeschoben kriege. Ihr wisst ja alle selber, dass das Ding hier nicht das einfachste ist zu fahren. Ich gehe mal davon aus, dass der Fan 1050 das hinkriegt, aber. Da sieht das super nach Maßarbeit aus. Ich war der Meinung, man konnte die Tore schließen, aber na gut. Denn ne. Muss der Gruber nur noch weg.
Schrauber versuchen wir hier reinzuschieben. Kurz was gucken. Das könnte vielleicht klappen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich so. Passt doch. Und dann werden wir weitersehen. Erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen wieder. Ich weiß ja noch, was ansteht. So, dann kann der Fan50 erstmal in die Garage. Zackeli und Zackeli.
Du. Du. Der letzte Ballen. Dum dum. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich an dem einen Grasfeld schon Dings gemacht habe oder nicht. Das müssten wir gleich mal nachschauen. Geht ja nicht, dass die hier nicht fahren, ne? Einmal zu Feld 18. Ne, 16. Entschuldigung, zu Feld 16. Na gut, wir nehmen doch das Feld 24. Ach, das war ja das Grasfeld, was ich in dem Stream gemacht hatte. Ja. Hier müsste ich dann ja sowieso noch mal. Ja, komm auf jeden Fall. Um es zu düngen. Wobei ich ja sagen muss, dass mir das Feld hier eigentlich relativ egal ist als Grasfeld, muss ich sagen. Weil das hier wo die Holperstrecke ist dahin.
Das Feld bringt gut ein. Wenn man weiß, wie man hier lang fährt, dann klappt das ja eigentlich relativ zügig. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zuschauen wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge LS17 Oberlausitz. Ciao, ciao.